Es ist kaum zu glauben, wie weit die moderne Technologie gekommen ist. Die Art und Weise, wie wir früher Dinge konstruiert haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt erschaffen können. Manches wurde jedoch vor langer Zeit gebaut und ist trotz des Vergleichs mit heutigen Maßstäben genial. Mach mit uns einen Ausflug und bestaune eine alte, regelrecht in den Fels geschnittene Passage aus dem Ersten Weltkrieg, die sich an der Seite eines Berges hochwindet. Und reise zu Straßen, die so gefährlich sind, dass selbst das Gehen auf ihnen verboten ist. Strada del 52 Galleria. Die Galerie wird auch als Straße der 52 Tunnel bezeichnet. Sie ist vor allem dadurch, dass sie zu Zeiten entstand, als Italien noch ein Königreich war, ein Wunder. Sie verläuft zwischen Boccetta Campiglia und der Porta del Passubio. Danach überquert sie den Südhang des Berges mit seinen tiefen Schluchten und steilen Felswänden. Die Straße wurde außerhalb des österreichisch-ungarischen Artilleriegebietes gebaut. Die Umsetzung hatte eine große strategische Bedeutung, da sie die Kommunikation und den Transport von Versorgungsgütern von der Basis zum Gipfelbereich des Passubio-Berges ermöglichte. Aufgrund der Baubedingungen der Umgebung und der Zeit, in der sie fertiggestellt wurde, wurde sie als kühnes Meisterwerk der Militärtechnik bezeichnet. Die Geschwindigkeit, in der sie gebaut wurde, ist tatsächlich bemerkenswert. Die Arbeiten begannen am 6. Februar 1917 und wurden im November desselben Jahres abgeschlossen. Die Straße musste das ganze Jahr zugänglich sein, außerhalb der feindlichen Artilleriereichweite liegen und mit einem Maultier erreichbar sein. Scarubi, ein ähnlicher Weg, barg dagegen Probleme. Er war nur mit Kraftfahrzeugen befahrbar. Für den Bau verantwortlich war die 33. Bergbaukompanie der italienischen Armee sowie 600 zusätzliche Arbeiter. Ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass sie 6555 Meter lang und 2280 Meter tief ist, unterteilt in 52 verschiedene Tunnel, die in den massiven Fels gegraben wurden. Jeder ist einzigartig und mit Namen und Nummern versehen. Der 20. Tunnel ist wie ein Turm. Um den Höhenunterschied zu überwinden, windet sich der Durchgang wie ein Korkenzieher. Beim Verlassen des 47. Tunnels, dem höchsten Teil der Straße, bietet sich ein atemberaubender Panoramablick. Man sieht die kurvenreichen Straßen, die den Berg hinaufführen. Es ist ein großartiges Reiseziel, aber es ist auch eine der gefährlichsten Straßen der Welt. Sogar das Mountainbiken ist aufgrund der diversen tödlichen Unfälle verboten. Man darf zwar wandern, aber die alten, dunklen und gruseligen Tunnel bieten da eher ein unwirkliches Erlebnis. Alte Plankenstraße. Die Entstehung dieser Strecke ist wirklich interessant. 1915 kam jemand in Kalifornien auf die Idee, eine Straße aus Holzplanken zu bauen. Nach heutigen Maßstäben wirkt das etwas verrückt, aber es funktionierte tatsächlich. Los Angeles hatte gerade das Recht erstritten, die östliche Endstation der transkontinentalen Eisenbahn zu werden. San Diegos Oberhäupter schlugen deswegen den Balkenweg vor. Sie stellten damit sicher, dass sie anstelle von Los Angeles zum Knotenpunkt des südkalifornischen Straßennetzes wurden. Unter den Befürwortern befand sich der Straßenbauer Colonel Ed Fletcher, der ein Straßenrennen mit einem Reporter des Los Angeles Examiner akzeptierte. Die Idee des Offroad-Rennens bestand darin, die beste Route zwischen Südkalifornien und Phoenix zu bestimmen. Der Zeitungsreporter hatte einen 24-Stunden-Vorsprung von Los Angeles aus, Fletcher würde von San Diego aus starten. Er ließ seinen Wagen von einem Gespann aus Pferden über die Wanderdünen ziehen. Er gewann das Rennen mit 19,5 Stunden, was damals unmöglich schien. Sein Erfolg bescherte ihm genug Geld, um 13.000 Holzbohlen zu kaufen, die von San Diego nach Haltwill, Kalifornien verschifft wurden. Der Weg bestand aus 2,4 Meter breiten und 3,7 Meter langen Abschnitten, die 700 Kilogramm wogen und jeweils durch Eisenstangen zusammengehalten wurden. Sozusagen ein Bahngleis für Autos. Die Gesamtlänge betrug 10,4 Kilometer, der Bau dauerte nur knapp 2 Monate. Die Landstraße führte über die Argonne-Sanddünen mitten durch die heißeste Gegend der Erde, die trockene Wüste des Imperial Valley. Damals eine fast unüberwindbare Barriere. Aber die Straße war ein Erfolg. Aber Wartungsteams entfernten mit von Maultieren gezogenen Schabern den Sand und verursachten dabei Schäden.
Die Straße hielt nur ein Jahr und wurde dennoch von der California State Highway Commission angenommen. Ein Teil der Plankenstraße existiert noch und ist an der Gray Wells Road in der Nähe von Winter Haven, Kalifornien, zu finden. Grand-Goulet-Straße. Die Grand-Goulet in Frankreich ist ein legendärer Streckenabschnitt, der zwischen 1843 und 1854 erbaut wurde. Die Klippen des Vecors-Massivs bestehen aus schroffen Plateaus und Bergen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es keine für Pferdefahrzeuge befahrbaren Straßen. Die 5000 Einwohner Vecors fühlten sich von der übrigen Welt abgeschnitten. Daher wurde diese Straße in den Berg geschnitten, um Vecors mit dem Süden zu verbinden. Es war eine überwältigende Investition an Arbeitskraft, Zeit und Geld. Der Bau einer solchen Route ist auch mit heutiger Technologie kaum denkbar. Die Methoden waren gefährlich. Sie hingen mit einer Strickleiter am Rand des Berges, warfen Dynamit und schwangen gerade rechtzeitig aus dem Weg, um der Explosion zu entgehen. 10 Jahre später war sie endlich fertig. Der schmale Pfad zwischen den beiden Bergen ist beinahe beängstigend. Entgegenkommende Autos sind eine Gefahr, da kaum genügend Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind. Weiter oben gibt es keine Leitplanken, die ein Auto daran hindern, die steile Bergwand hinunterzustürzen. Weil sie in die Klippen gehauen wurde, scheint die Sonne an manchen Stellen nie und der Felsen ist moosig und nass. 156 Jahre lang ermöglichte die Straße den Reisenden, die Berge zur Stadt zu bezwingen. Die französische Regierung musste jedoch die historische Straße wegen vieler tödlicher Unfälle dauerhaft schließen. Nicht einmal Radfahrer oder Wanderer dürfen sie nutzen. Diese landschaftlich reizvolle Geisterstraße wird jetzt von einem Tunnel umgangen und liegt unbefahren brach. Stelvio Pass in Italien. Auch die größte Straße der Welt genannt. Das hängt natürlich davon ab, wen man fragt. Der Stelvio Pass gilt als eine der besten Fahrbahnen Europas. Gleichzeitig ist sie jedoch eine der gefährlichsten. Der höchste asphaltierte Gebirgspass der Ostalpen liegt 2756 Meter über dem Meeresspiegel, befindet sich in Norditalien und grenzt an die Schweiz. Ursprünglich wurde die Verbindung 1820 bis 1825, vor fast 200 Jahren, vom österreichischen Kaiserreich als strategischer Schritt des Militärs errichtet. Er verbindet die ehemalige österreichische Provinz Lombardei mit dem Rest Österreichs. Während des Ersten Weltkrieges war dies eine Kampfzone, in der viele Truppen entweder durch den Krieg, Lawinen oder die bittere Kälte ums Leben kamen. Nach dem Krieg gehörte der Pass den Italienern und die Straße verlor ihren Zweck, nämlich Österreich mit Mailand, Italien, zu verbinden. Von unten angefangen bedeutet das einen Anstieg von 1871 Metern. Seitdem hat sich die Route kaum verändert. Viele Touristen versuchen jedes Jahr, sie entweder mit dem Auto, dem Motorrad oder dem Fahrrad zu erklimmen. Die Straße hat erstaunliche 48 Haarnadelkurven. Transsibirische Autobahn. Diese Autobahn ist zwar nicht die älteste, aber sie ist unheimlich lang. Sie wurde von Gulag-Insassen gebaut und verfügt von unberührter Autobahn bis hin zu schlecht befestigten und sogar unbefestigten Straßen im Osten. Sie erstreckt sich über 10.943 Kilometer und verläuft von St. Petersburg nach Wladiwostok. Aufgrund der einzigartigen Lage verläuft sie durch einige sehr abgelegene Gebiete und durch absolut herausfordernde Umgebungen. Willst du dein Können auf eine kräftezehrende Prüfung stellen, sollte diese Schnellstraße ganz oben auf deiner Liste stehen. Heute ist der größte Teil asphaltiert und die Fahrt vergeht ereignislos. Aber es gibt jedoch auch Abschnitte, die zutiefst bedrohlich und gefährlich sind. Viele Bereiche der Autobahn sind in einem furchtbaren Zustand, da die Regierung sie nicht dauerhaft finanzieren kann. Wenn du es dennoch versuchen möchtest, mach dich auf das Schlimmste gefasst. Reise niemals alleine und stell sicher, dass du ein gutes, zuverlässiges Fahrzeug hast. Sie hat wegen unvorhersehbarer Schneestürme und Blizzards zu Recht den Ruf, gefährlich zu sein. Chinesen versetzen Berge. Früher war es so, dass wenn man etwas bauen wollte und zum Beispiel ein Berg im Weg war, tja, dann musste man seine Pläne ändern. Aber nicht in der modernen Welt von heute und schon gar nicht in China. Dort gibt es einen Ort namens Lanzhou New Area,
mit 700 kleinen Hügeln und Bergen, die 130.000 Hektar Land entsprechen. Ein Bauunternehmen hat 3,5 Milliarden Euro ausgegeben, um die Hügel und Berge zu entfernen, die im Weg standen. Noch immer ist es eines der größten Projekte dieser Art. Sobald die Berge verschwunden waren, bauten sie eine Megastadt mit Tausenden von Hochhauswohnungen, mehreren anderen Läden und Geschäften und die Hauptstraße war ausschließlich mit Banken gesäumt. Spannend ist, dass Lanzhou seit den frühen 90er Jahren besessen davon war, die Berge loszuwerden. Zu dieser Zeit wurde das Gebiet zu einem wichtigen Knotenpunkt der neuen Seidenstraße ausgebaut. Aber manche dieser langen, kurvenreichen Straßen sind unheimlich leer und unbefahren. Obwohl es eines der größten Projekte dieser Art war, ist der Ort eine Geisterstadt geblieben und beherbergt weit weniger als die 1 Million Menschen, die geplant waren. In letzter Zeit scheinen doch noch ein paar Menschen hierher zu ziehen. Es wird behauptet, dass dieser neue Bezirk bis 2030 einen jährlichen Ertrag von 40 Milliarden Euro erwirtschaften wird. Stell dir vor, du versetzt Berge und baust stattdessen eine Stadt. Es ist echt wahnsinnig beeindruckend, diesen riesigen freien Platz zu betrachten. Was denkst du? Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Bist du schon einmal auf einer gespenstischen alten Straße gefahren? Wenn dir das Video gefallen hat, klick auf Abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du als erstes Bescheid weißt, wenn ein neues Video kommt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.